Ja, besonders begrüßen möchte ich natürlich auch die Zuschauer und die Fans der japanischen Gemeinde aus Düsseldorf und auch die Anhänger von Borussia Mönchengladbach. Die letzte Teilnahme von Borussia war 2013, genau dieser eben angesprochene zweite Platz. Trainer der Borussia ist Ex-Profi Ari Verblendt. Aktuell steht Mönchengladbach auf dem zweiten Platz der Bundesliga West. Ja, und einige interessante und bekannte Namen, Marc-André Ter Stegen zum Beispiel, die haben hier schon vorgespielt, aktueller Torwart bei FC Barcelona, genauso wie natürlich auch Stefan Effenberg, einer der prominenten Namen, die wir hier schon gesehen haben. Ja, da sind sie, vielleicht die Namen der Zukunft, denn das ist das Team von Borussia Mönchengladbach, aufgestellt von Trainer Ari Verblendt und seinen Co-Trainer Oliver Reville und Marc Roch. Im Tor die Nummer 1, Steffen Schaber. Auf dem Feld sehen wir die Nummer 5, Steffen Kanser. Mit der Nummer 6, Michel Lieder. Die Nummer 6, 7, trägt Ziel-Wolgen in Denk. Mit der Nummer 8, Vasuaka Simakara. Die Nummer 9, Gianluca Rizzo. Mit der 10, Joshua Holtby. Die 12, Nils Hühne. Mit der 13, Robin Afonofena. Die Nummer 15, Robin Beckers. Und die 17, Marcel Canali. Ich bin gut gerochen. Schiedsrichter der Gegner der japanischen Hochschulauswahl in Borussia Mönchengladbach ist Sven Brody. Die Assistierer an der Seite Sebastian Kück und Hussein Keskin. Nee, das war fast weg, Alter. Das ist behindert, das Schiene kennt. Was machst du denn noch? Ja, hab ich schon vor 2 Wochen zugesagt. Ja, aber hättest du die ganze Zeit nicht geben können. Ging nicht, ich konnte nicht vorher. Dritte Spielminute, 0:1, ein Tor für die ganze weißgekleideten Jungs von Borussia Mönchengladbach. Und der Torschütze trägt die Nummer 13, Robin Afu-Ofena. Pete Koisen von der Turnierleitung wird einmal zum Stadionsprecher gelangt. Hey!
Ja, an dieser Stelle ein Hinweis für alle Eltern, alle Kinder und alle Junggebliebenen. Auf der linken Seite der Spielplatz der Tribüne gibt es das kostenlose Kinderschminken. Wer also Lust hat, sich wie ein Schmetterling oder eine Katze zu schminken zu lassen, der ist an der linken Seite hervorragend aufgehoben, also direkt neben der Spielplatz der Tribüne das kostenlose Kinderschminken. Ja, BV ist natürlich ganz klar, ein Leistungsschmuck. Der Trend geht doch auch dahin, dass die, guck mal, die werden ja sowieso alle jünger. Da spielen 16-Jährige. Ja. Das ist ja U19 schon. Aber beim Profisport schaffen es zwei am Schnitt. Weißt du, von so einer A-Jugend beim Profisport rein. Naja, das ist ja nicht so.
Da ist auch noch einer. Kamera mehr. Eine Außenlinie. Halt mal was, halt doch. Eine Hinterkammer, eine flache noch. Ein Schütz verkauft die Miete. Red Bull war gut, das Spiel. Ja, das Spiel generell war gut. Aber wenn die 1-1 gespielt haben, die waren nicht gut. Thank you.
Oder drüber.
Bitte? Sie hat es wahrscheinlich so leise gestellt. Ja, das ist ja sonst nicht zu hören, wie normal. Sorry. Kannst du noch sein? Ja, Mann. Ich bin immer Schwein. Fernsehshow ist das.24. Spielminute, 0:2, Tor für Borussia Mönchengladbach. Und der erfolgreiche Schütze der Spieler mit der Nummer 7, C. William Ney. ゾーンで守る寿司屋 MC、 さあ日本、1点返して、
Halbzeit für vorne die Schiedsrichters. Wir haben es gerade gesehen, kurz vor dem Halbzeitpfiff die 2:0 Führung nach dem Elfmeter-Tor von William Menge. Und das ist gleichzeitig der Halbzeitstand nach 25 Minuten. Japanische Hochschulauswahl 0:2. Ein herzliches Willkommen auf der Anlage des B404 Düsseldorf. Fortuna Düsseldorfs Spieler Christian Weber und der ehemalige Fortuna-Spieler heute bei Viktoria Köln, Klaus Koster. Herzlich willkommen. Ja,
Zweimal hat Borussia Mönchengladbach einmal gewechselt, das Feld verlassen hat. Der Torschütze zum 2:0 zeigt William Menge. 7, 9 im Blick und wenn man mit dem 19 Paul Czerwinski. Kriegst du vor, oder? Ja, aber dann machen die Deutschen zu wenig. Wenn man mitfiebern, weißt du? Die auch in der Sonnenbrille. Anne, du brauchst keine Sonnenbrille, die Sonne ist verkaufen. Das ist ein Mädchen. Oh, wei. Wer? Also, wenn du mit denen nach Hause kommst. Über den hast du die letzte Tür. Wer ist denn schon? Der kommt doch nicht mehr zu dir hoch. Da kommst du sowieso nicht mehr. Ich nicht mehr hoch. Ich rauch nicht mehr. Nicht morgen da. Spaß dir, Alter. Ich schwör's dir, hoffentlich geht's dir heute. Nö, Scheiße. Ich schon, dass das alles auf der... Hoffentlich hören die. Ja,
musst du deinen eigenen Fox jetzt mitnehmen. Das ist von denen, die haben das aus dem Verlust. Deswegen hat er jetzt auch keinen Fox aus seinem Mikrofon. Ich werde dich nicht. Stehst du im ersten? Ich hab gesagt, dass du das mal anziehen. Ja, wir haben es dir noch gesagt. Nein! Siehst du hier irgendwas? Das ist aber auf automatische Schärfe. Ja, aber der ist so scheiße. Man sieht es nicht. Beim ersten Spiel habe ich schon erfahren. In der 34. Spielminute Spielwechsel von Borussia Mönchengladbach. Bachwaka Fumagara, Nummer 8, hat das Feld verlassen. 9 Spiel Nummer 18, Alexander Mischenko. Thank you.
Cada uno. In der 38. Spielminute Spielerwechsel beim japanischen Hochschulteam. Das Feld verlässt an die Nummer 19, Ryota Aoyagi. Mann spielt die Nummer 6, Yuya Ono. Thank you.
In der 43. Spielminute hat Borussia Mönchengladbach ein weiteres Mal gewechselt. Das Spielfeld verlassen hat der Spieler mit der Nummer 17, Marcel Canali. Neun Spiel die Nummer 16, Luis Ferlings. Ich bin eben oben jetzt in der Fahrt. Ich halte schon Pause. In drei Stunden geht es weiter. Aber halt mal. Christian Ilgenstein, bitte einmal zum Stadionsprecher. Vielen Dank. Aufschlag, das ist nicht.
Ganz ehrlich, wofür wollte ich denn da Schärfe mitmachen? Ja, ist doch. Da hättest du sowieso so nicht machen brauchen, wenn du es an die Video oder dann geht es doch. Hat der Kilian sich nämlich abgewechselt? Ne? Ja, Die Nummer 10, Joshua Holtzki, hat das Spielfeld verlassen. Neue Begegnung, die Nummer 14, Nikolas Lase. Ich hätte von mir aus, würde ich das schon mal sagen. Weiß ich nicht, ich kann die Nummer mal tauschen. Ja, aber ich bin doch nicht. Ich bin nicht gut. Ich bin schon umgehend, ohne Scheiß. Ich hab gestern schon. Du bist wirklich gestern richtig mies, ne? Sag ich, Alter, tausch mich. Ich bin nervös. Ist ja okay. Sag ich, da komm doch. Meine Zeit kommt. Das ist schon jetzt ein Schritt zum Ding. Das ist schon so. Ohne Scheiße. Das kannst du nicht verbrauchen. Und dann schreibt mir den noch ein bisschen was. Mach mal ein bisschen offen. Nein, ich habe das ja gesehen, es war wirklich sehr zu. Ich habe schon gedacht, warum machen die das so, ne? Aber du siehst das manchmal einfach gar nicht. Vor allem, jetzt mal ehrlich, wir haben jetzt eine Mannschaft, die wir jeden Tag sehen. Dann schießt ganz normal. Ich weiß nicht, ganz genau. Schwarz-Weiß, das kriegst du auch nicht hin. Hab ich nicht gefunden, keine Ahnung. Wir sind zu lieb. Ehrlich. Ich bin wirklich kein Mühe. Mühe ist auch schön. Ein schöner Grundsatz. Scheiße, noch schlimmer. Das ist ja noch weniger. Die japanische Hochschulauswahl unterliegt Borussia Mönchengladbach mit 0:2.
Ja, meine Herren, jetzt haben wir eine 30-minütige Pause für Sie, also die Möglichkeit, sich zu stärken, sich zu erfüllen.